Ja, super, wir haben es geschafft. Das ist doch mal ein gesund aussehendes Bäumchen. Jetzt schon mal der Baum ist gerettet. Und bevor ich es vergesse, dann sind wir wieder zurück bei Paper Color Splash. Ich war jetzt kurz nochmal hier, um eben die Karten aufzuschreiben, die ich schon mal habe. Und jetzt werden wir uns um den Schluckmeister kümmern. Dann können wir dann gleich auch die Feindeskarte, die wir von ihm bekommen, einspenden. Dann haben wir dann auch wieder ein bisschen genug Kohle. Wir haben jetzt auch wieder ein paar Kampfkarten nachgekauft, da ich ein bisschen viel an dem Kamek verloren habe. Ja, und Part 44 muss ich dann nochmal überarbeiten. Das ist jetzt gerade direkt, weil ich habe jetzt nochmal Bock auf einen weiteren Part. Solange ich noch nicht zu einem Koppeling komme, kann ich noch ein oder zwei Parts machen. Aber da kann ich dann auch jetzt dann mal vorerst mal drei Parts die Woche servieren. Aber sobald das wieder draußen ist, dann ist entweder wahrscheinlich das Projekt schon fertig aufgenommen. Oder es sind nur noch zwei Parts die Woche. Denn ich möchte jetzt schon eher gerne das Projekt so schnell wie möglich durchbringen, wenn es geht. Nur morgen habe ich dann keine Zeit aufzunehmen, da da wahrscheinlich der Livestream ist, aber das braucht euch nicht zu interessieren. Das ist ja bis dahin schon vergessen, weil ich nehme jetzt gerade sehr viel im Vorrat auf, denn ich möchte das Projekt, wenn möglich, noch vor Breath of the Wild beendet haben. Zumindest mal fertig aufgenommen, dass ich dann mit Breath of the Wild dann weitermachen kann. Naja, dann besuchen wir mal die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena Nummer 5 vom Besiegen den dortigen Schnuckmeister. Bevor wir uns den nächsten Koopaling kümmern, weil sonst kann es sein, dass der noch nicht auftaucht. So, dann wollen wir mal die Tipps anschauen. Und sollte es nicht gehen, werde ich einfach in den Bonsai-Hain zurückgehen und dort einen Farbstern holen. Denn ich möchte jetzt nicht schummeln. So. Dein erster Gegner zappelt in der Gegend rum und kann sich kaum entscheiden, dafür steht er dann aber auch zu seiner Entscheidung. Okay, er bewegt sich sehr gerne. Aber was er wählt, darauf wird er auch bleiben. Heißt das. Das heißt, er wird dann immer dasselbe wählen, egal was passiert. Das heißt, die erste ist schon mal wieder ein bisschen zu random. Da müssen wir jetzt Glück haben, dass wir genau die richtige erwischen. Der Gegner unter 2 bellt meistens mehr als er beißt. Bei Scherensteinpapier macht er aber es genauso andersrum. Okay, das heißt beißt anstatt bellen. Also was kann beißen? Zum Beispiel eine Schere. Denn die hat auch Zacken, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel eine Gartenschere nimmt oder so. Das heißt, dass in der zweiten Runde wählt der Gegner Schere. Dann heißt das, in der ersten Runde muss ich mal schauen, also das wird Glück sein. In der zweiten Runde kann ich dann Stein verwenden und sollte es dann wieder zu random sein, dann werde ich das auch kurz cutten, aber da werde ich dann auch einen richtigen Cut setzen. Da werde ich dann kurz die Aufnahme pausieren. Ja, weil sonst geht es da ein bisschen schlecht. Da wollen wir mal schauen. Die erste Runde wird auf jeden Fall random sein, aber die zweite, die können wir vielleicht noch erraten. Und der Schnuckmeister, wenn er genauso dumm ist, dann wird er wahrscheinlich wieder wieder Stein nehmen und werden dann wieder Papier wählen. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Denn der erste Tipp, der ist wirklich nutzlos. Sofern man weiß, was er wählt, dann wissen wir's. In Scherensteinpapier sind Sieg und Niederlage zwei Seiten von der ein und derselben Medaille. Damit einer gewinnt, muss andere verlieren. Und wir sind ja nicht bei Jigsaw. Um sich den Sieg zu sichern, müssen unsere Streiter zuallererst über sich selbst triumphieren. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier. Ein super Schnick, Schnack, Stuck.
ich muss ein bisschen leise sein, es ist schon spät. Damit betreten unsere tief gestapelten und dennoch hochverräten Wettkämpfer die Arena. In dieser Ecke der Superstar der Schnick-Schnack-Schnuck-Szene, Mr. Mamma Mia, höchstpersönlich, Mario! Und in dieser Ecke, niemand weiß, was das Ding eigentlich darstellt, sondern man nennt es Fussi! Runde 1, Mario gegen Fussi, Schnuckstreiter, wählt eure Karten! Okay, bei dir bin ich mir nicht sicher. Also entweder bekriegen wir jetzt auf die Fresse oder wir ziehen ein Unentschieden und besiegen ihn. Also wenn er gerne rumzappelt, dann ist er eher beweglich. Sag mir mal so, Schere oder Papier. Ich probiere es mal mit Schere und wenn es doof läuft, darf ich cutten. Hoffentlich wenigstens ein Unentschieden. Schnick, Schnack, Schnuck. Das heißt, der erste Gegner wählt immer Papier. Und Mario ist der Gewinner. Dein Gewinn für das Verstehen von Runde 1. 700 Münzen. Also wir sind jetzt sehr gut darin. Mal sehen, wenn dir in Runde 2 gegenübertreten wird. Also Runde 1 wählt Schere. Er bellt, auch wenn er nicht getroffen wird, und bleibt stets treu auf seinem Posten. Kettenhund! Runde 2. Mario gegen Kettenhund. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Also du beißt eher, als du bellst. Das heißt, ich nehme jetzt Stein. Schnick! Schnack, Schnuck. Ja, hab ich's doch gewusst. Und Mario gewinnt. Dann gewinnt für das Verstehen von Runde 2. 800 Münzen. Das heißt, erste Runde Schere, zweite Runde Stein. Und dann nehmen wir in die dritte Runde, wenn der wieder vorgewendet ist. Ihr wisst, was ich will. Schnuckstreiter kommen und gehen, doch ihr König sitzt fest auf seinem Thron, man nennt ihn den Meister Schnuck. Runde 3, Mario gegen Meister Schnuck, Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Und weil die noch nicht dran gekommen ist, wählen wir jetzt Papier. Hoffentlich bereue ich es nicht. Schnick, Schnack, Schnuck, ne. Okay, er wählt zuerst Schere. Dann hat er mich mal einmal dran gekriegt, aber egal, das haben wir dann gleich wieder draußen. Ich könnte jetzt betrügen für 100 Münzen. Also dann nimmt er wahrscheinlich Schere, oder es ist doch random. Naja, ich werde jetzt ein paar an der Stelle cutten, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wieder bei Meister Schnuck bin. Bis gleich. So, das ist jetzt Versuch Nummer 2. Letztes Mal hast du Schere genommen, dann nehme ich jetzt das hier. Wahrscheinlich nimmt es jetzt nicht. Doch, er nimmt's. Weil fortgerentete Taktik. Oder was man jetzt zum Beispiel auch machen kann, wenn man unbedingt Geldnot hat und der Schnuckmeister ist da. Man macht einfach die ersten zwei Runden, gewinnt die immer und verkackt dann immer absichtlich beim Schnuckmeister. Dann holt man sich wieder den Farbstern und macht die ganze Prozedere noch einmal. Und so kriegt man jetzt zum Beispiel 1500 Münzen und die Gegner werden nicht random bleiben. Wenn ihr sicher seid bei einer Arena und ihr braucht unbedingt Geld, dann könnt ihr gerne diese Methode benutzen. Ich allerdings werde davon absehen, diese zu benutzen, weil es dann sonst unfair ist. Ich muss jetzt halt leider zweimal machen, weil ich bei der ersten Runde halt gescheitert bin gegen ihn und da kann ich nichts dafür. Denn die erste ist jetzt wirklich doch random, aber wenn man weiß, was er wählt, dann ist es meistens vorgewendet, also dann wisst ihr, wie ihr ihn besiegen könnt. Nochmal so zur Erklärung.
Und der Gewinner ist Mario. Es ist unglaublich. Meister Schnuck ist schon wieder geschlagen worden von Mario. Ehrlich, ich freue mich, wenn ich so ein Turnier gewonnen habe. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld. Du hast das Turnier gewonnen und erhältst einen Ballon, einen großen Sack Münzen. Und bevor jemand nochmal das Gerücht verbreitet, dass mir auch Autos verschenken, nein, es gibt kein Auto. Tut mir leid für die kleine Werbeunterbrechung, es gab ein kleines Problem. Jedenfalls, wie ich schon immer gesagt habe, es gibt kein Auto. Wenn ihr nochmal das Gerücht verbreitet, wir können hier ein Auto gewinnen, dann seid ihr das nächste Mal für die Schnickschnack Arena gesperrt. Es gibt nämlich nur die brandneueste Karte und heute ist es diesmal die Larry-Karte. Und 1000 Münzen obendrauf. So, jetzt hoffentlich können wir mit dem Laufenproblem weitermachen. Das war es auch schon, Leute. Ihr müsst noch nicht nach Hause gehen, aber ihr könnt ihr leider auch nicht bleiben. Es gibt ja immer noch den Souvenir-Shop. Kauft euch Souvenirs und unterstützt unsere Firma. Tschüssi! Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Jetzt bin ich dann auch nur mit dem Takt draußen. Es kann sein, dass der Partner ein bisschen Überlänge hat oder Unterlänge. Aber ich habe jetzt so etwa mit Gefühl etwa so geschätzt 20 Minuten. Ich habe vorhin 9 Minuten aufgenommen. Also habe ich jetzt eine Minute frei, weil ich die noch rausschneiden muss. Es hat ein bisschen zu lange gedauert. Also werde ich jetzt noch 16 Minuten aufnehmen, ab dem Punkt. Gewonnen! Glückwunsch! Ja, das ist die effektivste Geldmethode und holt dann immer den Stern beim Bonsai ein. Der ist am schnellsten. Ich glaub's nicht, du hast Meister Schnuck geschlagen. Mein Glückwunsch! Und wenn ihr Geld fahren macht, dann macht das noch, bevor der Schnuckmeister weg ist, bevor ihr die Karte habt. Weil sonst ist es dann random und dann könnt ihr nicht mehr gut farmen. Okay, der nächste Meisterschnuck ist aufgetaucht. What the hell? Na gut, dann machen wir halt das. Dann gibt es heute ein Schnick-Schnack-Schnuck-Special. In der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 6. Was gibt es dann noch für eine Feindeskarte? Oder wird eine vorgezogen? Hä? Dann würde das bedeuten, dass die Schnickschnackschnuck Arena Nummer 7 dann den 6. Koopaling behaltet. Aber welchen Koopaling behaltet es dann bei der Schnickschnackschnuck Arena 6? Etwa der letzte, der uns noch fehlt, wenn das jetzt der Fall ist. Dann Fu entwickle, ich habe schon wieder gespoilert. Also, ich werde das jetzt so machen. Sollte es wirklich einen Koopaling spoilern? Werde ich nämlich an der Stelle werde ich eine kleine Anmerkung machen mit einer Zeitangabe, wo ihr hinspringen könnt, wenn ihr die Karte, wenn ihr sie nicht gespoilert haben wollt. Und sollte es jetzt keinen Spoiler sein, dann könnt ihr gerne bleiben, dann werde ich nichts schreiben. Dann ging ihr nun einzig das schärfste Messer in der Schublade, wenigstens setzt ihr keine Karte zweimal hintereinander ein. Das heißt, er benutzt niemals zweimal dieselbe Karte. Dann gibt es einfach heute ein Schnick-Schnack-Schnuck-Special. Ich wollte eigentlich mit dem grünen Kernkraftwerk anfangen, aber wenn es unbedingt das Spiel so will. Der zweite Gegner schwankt auch immer hin und her und kann sich nicht entscheiden. Allerdings ist er dabei überaus konsequent. Okay, das sind nochmal verwirrende Tipps. Also der erste, der ist kein scharfes Messer. Das Einzige, was scharf ist, ist die Schere. Also heißt, er würde wahrscheinlich die Schere nicht nehmen. Aber er wählt niemals die Karte, die er vorher gewählt hat, noch einmal. Und der Tipp für Runde 2, den kannst du wirklich in den Pfeifen rauchen. Und könnt mir jemand erklären, was konsequent bedeutet? Ich werde es einmal probieren. Wenn ich nochmal fehle, dann werde ich es nochmal schneiden müssen. Also, dann werden wir jetzt mal versuchen, ob wir da durchkommen. Heute der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena-Special.
leider nicht das Grünkernkraftwerk, was ich eigentlich zeigen wollte. Wenn der Schnuckmeister unbedingt so schnell wieder auf die Fresse haben will, dann kann es gerne haben. Da haben wir wenigstens wieder genug Geld. Schere, Stein, Papier sind unsere Waffen, Dean. Und werden niemals abgelegt. Entschuldigung für den Versprecher. Dank Ihnen sind wir allzeit bereit, unseren Gegnern im fairen Kampf zu begegnen. Ich glaube, ich nehme da wahrscheinlich noch ein paar auf. Auch der Ausgang dieses Turniers liegt buchstäblich in unseren eigenen Händen. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier. Oder vielleicht ist es doch der letzte Part, weil irgendwie mag ich dann doch wieder nicht. Dann werden wir halt das Grünkernkraftwerk dann im Part 56 besichtigen, wenn das Spiel unbedingt will. Die Schnuckstreiter schreiten in die Arena. Auf der ganzen Insel ist er in jedermanns Munde begrüßt. In dieser Ecke, Mr. Mamma Mia, höchstpersönlich Mario! Der Gegner in der ersten Runde ist ein erfrischender Farbklecks im glühend-heißen Wüstensand. Grüner Pokey! Runde 1. Mario gegen den grünen Pokey. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Und er heißt da nicht scharf. Ist, er wird auch nie Schere verwenden. Also entweder verwendet er Papier oder Stein. Jetzt ist halt die Frage, also da Schere nie eins, das werde ich jetzt Papier benutzen. Und wenn es nicht so ist, dann muss ich halt cutten. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, Runde 1. Entweder er wählt Stein oder Papier. Sind wir mal schon mal mit Papier gut durch. Dann gibt es wieder schöne 700 Münzen. Und die zweite Runde könnte jetzt Glück sein, weil ich keine Ahnung habe, was er benutzt. Heißt dann konsequent, er benutzt immer dasselbe? Oder nie dasselbe? Dein Gegner in der zweiten Runde ist der gleiche wie in der ersten, nur nicht in grün. Es ist Pokey! Heißt das, er würde dann entweder Schere oder Papier nehmen? Könnte sein. Heißt, würde ich mal Schere ausprobieren, mal schauen, ob das klappt. Er würde lachen, wenn das wirklich klappt. Schnick, Schnack, Schnuck! Es hat wirklich funktioniert! Also dann heißt es Stein, Schere und dann vielleicht Papier oder wie. Und dann gehen wir für Bestellen von Runde 2. 900 Münzen, wir sind wieder reich! Das Geld, was wir alle ausgegeben haben für die ganzen Kampfkarten, haben wir jetzt gleich wieder zurück! Er ist das letzte Bollwerk zwischen Mario und ewigen Ruhm. Sein Name ist... Meister Schnuck! Der eigentlich schon vor kurzem dran gewesen ist, aber scheiß drauf. Ich weiß auch nicht, irgendjemand hat ihn wieder eingeladen. Runde 3, Mario gegen Meister Schnuck, Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Und du hast das letzte Mal Schere verwendet. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn du Papier wählst. Aber ich wähle jetzt trotzdem Papier als Trotz. Sonst sehen wir dann gleich, was du verwendet hast. Und müssen schneiden. Schnick, Schnack, Schnuck! Es ist sogar nicht nötig, wir haben sogar gewonnen! Und falls jetzt die Karte, die wir dann bekommen, dann ein Spoiler ist, dann würde ich jetzt sagen, ab der Stelle würdet ihr jetzt mal abschalten und bis zu der Stelle inspringen, die ich dann in der Anmerkung hinschreibe. Oder ich glaube, ich nehme doch noch ein Part auf. Irgendwie habe ich doch noch was. Es ist unglaublich, Meister Schnuck wurde schon wieder besiegt! Also es könnte sein, dass jetzt ein Gegner gespoilert wird. Du hast das Turnier gewonnen und du hast das Ballon einen großen Sack Münzen. Und es gibt wie immer noch kein Out.
Motto, oder sagen wir mal so, es gab mal eins, aber das wurde leider schon von jemand anderem gewonnen. Du kriegst nämlich die brandneueste Karte. Nein, wir kriegen Kamek. Okay, dann ist wahrscheinlich die letzte Karte entweder der eine Koopaling oder die zwei Koopalinge, die noch kommen, oder ein Koopaling und der Final Boss. Deswegen kam er so schnell, weil wir Kamek besiegt haben. Das war's auch schon, Leute. Ihr müsst noch nicht nach Hause gehen, aber hier könnt ihr leider auch nicht bleiben. Und denkt dran, immer wieder einschalten, wenn es dir wieder eins, Schere, Stein, Papier und tschüss. Und gebt bitte dem Video einen Daumen hoch. Wir haben viele Mühe gescheut. Also ihr habt gehört, bitte einen Daumen nach oben, dann werde ich euch loben. Nee, Spaß. Ihr dürft einen Daumen nach oben geben, wenn ihr wollt. Es ist kein Zwang. Und viel mache ich jetzt dann nicht mehr. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich auch die Aufnahme dann auch schon beenden. Und ich schaue mir kurz das grüne Kraftwerk an. Aber dann fehlt eigentlich irgendwas. Bei den Schnuckarenen haben ja 6 geschlagen. Es gibt 2 Koopalinge. Heißt das dann am Ende, dass der Final Boss wahrscheinlich gar nicht das Feindeskarte gibt? Das könnte sein. Aber egal, das sehen wir dann, wenn wir dann die 7. Arena gemacht haben und dann die 8., wenn der Schnuckmeister da ist. Ich glaub's nicht, du hast ihn schon wieder besiegt. Herzlichen Glückwunsch. So, und ich werde schnell die 2 Karten einspenden. Kann sein, dass das grüne Kernkraftwerk wahrscheinlich nur ein kurzes Level ist. Aber das ist jetzt schon ein bisschen strange. Wir haben 2 Feindeskarten. Und heißt das jetzt wirklich, dass Kamek für immer besiegt ist und uns nicht mehr nerven kann? Ja, was gibt es noch? 4 Level. Davon sind 2 normale Level. Dann einmal das Boss-Level für den grünen großen Farbstern und dann wahrscheinlich noch das Final Level. Wo wir dann wahrscheinlich noch den letzten Koopaling begegnen werden, bevor wir dann gegen den Anführer antreten. Naja. Aber ich glaube, ein Part könnte ich noch reinquetschen, wenn es geht. Aber erstmal spende ich mal die 2 Karten ein. Und ich werde dann den Part doch beenden, ist vielleicht doch klüger. Es ist halt leider wieder ein kürzerer Part, aber dafür werden wir dann auf jeden Fall im nächsten Part das Grünkernkraftwerk machen. Das verspreche ich euch. Dann haben wir heute halt mal ein Schnick-Schnack-Schnuck-Special. Muss ja auch mal sein, einfach nur, weil wir Kamek geschlagen haben. Und ich wette, er wird jetzt uns nicht mehr einmischen. Denn er ist ja tot. Wir haben ihn besiegt. So, dann einmal Larry Cooper und einmal der fiese Kamek. So, und an der Stelle beende ich jetzt dann auch den Part. Aber ich gehe jetzt nochmal kurz schauen, welche Dingenskarte man danach braucht. Ja, das sagt dann auch noch die Zusammenfassung. Und die Schaltplatten, wir schalten eben eine weitere frei. Ja, was gibt es dann alles dann im Bonuspart zu sehen? Muss ich wahrscheinlich in mehrere Teile splitten. Und da werde ich das alles in eine Aufnahme packen. Ich muss dann einfach nur einfach schreiben, zum Beispiel Paper Mario Color Splash, Bindestrich, Bonus, Bindestrich, Kartenmuseum, Teil sowieso. Also so meine ich das. Aber der erste Part wird definitiv meinen letzten Part sein in dieser Aufnahmesession, weil mehr mag ich dann wirklich nicht mehr.
Und dann einen weiteren Kuppeling mag ich nicht mehr. Ich habe jetzt meine gesamte Kraft einmal gegen Larry verwendet, letztens. Und gegen den Kamek, an dem ich meine Wut mal richtig rausgelassen habe. Der hat mich zu sehr genervt. Ist ein Dings mit der Macht der Elektrizität? Suche es in einem sehr tauglichen Gefährt, das die Kraft des Windes nutzt. Das heißt, wir brauchen jetzt die Batterie. Und wir haben ja jetzt wieder genug Geld. Einmal Batterie, bitte. Wenn sind die Dingenskarten hier billiger als bei Sticker Star. Da waren sie teilweise sehr teuer. Es gibt ja nur noch drei Dings. Und wenn ich es nicht vergesse, werde ich sogar in dem Special die Dingenskarte alle nochmal vorstellen. Denn man kann die auch testen. Das wird dann auch so ein eigener Part. Da werde ich dann alle Dingskarten dann auch noch testen. So, nochmal zur Kontrolle, ob die Batterie wirklich richtig ist. Seht ihr, wenn es dann sagt. Ja. Die Batterie ist es. Naja. Dann werde ich jetzt den Part auch an der Stelle beenden. Wir sehen uns dann ebenfalls im nächsten Part wieder, wenn wir dann endlich das Grünkernkraftwerk inspizieren. Und wenn es gut geht, vielleicht noch ein weiteres Level hinterher. Ebenfalls bis dann und ciao. Zum Mond muss ich einfach wieder einen Screenshot machen mit der Stelle, an der ich verblieben bin. Ciao.